Unbesiegbar, bärenstark, todesmutig und tapfer. So schildern sie sich selbst in ihren 600 Jahre alten Saga-Texten. In den Abenteuerromanen des Mittelalters ist ihre ganze geheimnisvolle Welt verborgen. Ein Gespinst aus Mythen und Märchen. Streitende Götter, unverwundbare Helden, entsetzliche Ungeheuer und unfehlbare Zauberwaffen. Mord und Intrige. Es sind Berichte von Kampf, Sieg und Untergang. Dramen und Tragödien. Wie die Saga von König Magnus, der seiner Streitaxt den Namen Hel gab. Hel, so hieß die Todesgöttin des Volkes, dessen raues Leben von Sieg und Untergang bestimmt war. Das Volk der Wikinger. Hel, die tödliche Streitaxt, hat die Wikinger immer begleitet. Sie war das Zeichen der Gewalt. An den Küsten des heutigen Dänemark aber, in Schweden und Norwegen, werden archäologische Funde geborgen, die eine andere Sprache sprechen. Sie erzählen die Geschichte von Künstlern, die meisterhaft und empfindsam Kostbarkeiten geschaffen haben. Es waren eben nicht nur Streitäxte und Schwerter, die die Wikinger vollendet zu schmieden verstanden. Widersprüchlich und geheimnisvoll wie das Leben dieser Menschen des Nordens war auch ihre Kultur. In Form von Schiffsbäuchen gesetzte Steine, Grabstätten der Wikinger, klar und rätselhaft zugleich. Rätselhaft wie auch ihre Schriftzeichen, die Runen. Sie sind mehr als flüchtige Worte, sie sind Zauber und Beschwörung, Magie für die Ewigkeit gemeißelt. Und noch etwas haben die Wikinger uns hinterlassen. Ihre Gesichter. Doch was ist hinter den Holzmasken? Wer waren die Wikinger? Was machte sie zu Herrschern und Entdeckern neuer Welten? Und warum verschwanden sie im 11. Jahrhundert plötzlich von der Bühne der Geschichte? Am Institut für experimentelle Rechtsmedizin der Universität Bonn sammeln Wissenschaftler für uns mit kriminalistischen Methoden Informationen über das Leben im Mittelalter. Anhand der Zähne lässt sich bestimmen, in welchem Alter ein Mensch gestorben ist. Dieser Wikinger hatte das hohe Alter von 45 erreicht, als er an einer Schädelverletzung elendig zugrunde ging. Für seine Zeit war er ein Greis. Mit Wachs lässt sich sein Gesicht wiederfinden. Monatelange, minutiöse Arbeit kostet es, Muskeln, Haut und Behaarung nachzubilden. Eine wissenschaftliche Reise in die Vergangenheit, in eine Welt aus Kälte, Kampf und Mühsal. Wie viel verrät ein Gesicht über das Leben eines Menschen? Wer war dieser Mann, der vor 1000 Jahren durch die Wälder Dänemarks streift? Einsam und karg ist ihr Leben, ihr Überleben. Der frühmittelalterliche Alltag in Skandinavien ist eher ein Vegetieren. Regen, Schnee, Graupensuppe. Kaum mehr als 2 Millionen Menschen verlieren sich Anfang des 8. Jahrhunderts in den Weiten des Nordens. Und selbst diese wenigen kann das kalte Land kaum ernähren. Dennoch wächst die Bevölkerung in dieser Zeit rapide. Streit und Zwist untereinander steigern den Drang der Menschen, woanders ihr Auskommen zu suchen. Eine geniale technische Neuerung schafft die Möglichkeiten dafür. Das Wikinger-Schiff. Am Ende des 8. Jahrhunderts geschieht das Unvorstellbare, völlig überraschend für die mittelalterliche Welt. Über die Küsten Englands und des Frankenreiches stoßen sie in das Innere Europas vor, das nach dem Tode Karls des Großen politisch geschwächt ist. Selbst vor Nordafrika tauchen nun Drachenboote auf. Widerstand wird gewaltsam überrollt. Wo es sich anbietet, treiben sie aber auch Handel mit russischen oder mit arabischen Kaufleuten. Innerhalb weniger Jahrzehnte treten die Wikinger in eine Welt ein, in der sie bis dahin fast unbekannt waren. Und nichts kann sie aufhalten. Über Island und Grönland dringen sie bis nach Neufundland vor. Unbezwingbar, wie ein Naturereignis. Die Welt der Wikinger expandiert gewaltig in diesem 9. und 10. Jahrhundert. Bald reicht sie von den Sandstränden Dänemarks bis zur nördlichsten Spitze Norwegens. Von den Seen Schwedens bis an die Küste Kanadas. Von den Felsen Gibraltars bis in die Eiswüsten Grönlands. Ihre Schiffe machen ihnen die Welt verfügbar. Ihre Schiffe, die Kontinente verbinden und monatelange gefahrvolle Landwege ersparen. Das Schiff ist der Schlüssel zu ihrem atemberaubenden Erfolg. Es sind technologische Wunderwerke des Mittelalters, deren Relikte noch heute im Museum zu bestaunen sind. Und wer ganz nah herantritt an die 1000 Jahre alten Eichenplanken, sieht sie vielleicht, die Bilder von der alten Schiffswerft. Da werden Keile in den frisch gefällten Baum geschlagen,
bis er entlang der Maserung aufreißt und sogenannte Spaltbohlen entstehen. Solche Bretter behalten, ob nass oder trocken, ihre Form und sind ideale Bootsplanken. Dann werden die Spaltbohlen mit der Axt geglättet, um sie passgenau aneinander zu fügen, in Klinkerbauweise. So nennt der Fachmann dieses ausgeklügelte System, bei dem die Bretter wie bei einem Fächer übereinander gelegt werden. Und mit nur einem einzigen Bolzen wird das wichtigste Teil des Schiffes zentriert, das Steuerruder. Bis zu 20 Eichen wurden in einem solchen Schiff verarbeitet, in Handarbeit und mit großer Präzision. Gut 20 Kilometer in der Stunde konnte der Koloss schaffen und mit Hilfe der Ruderer war er selbst gegen Wind und Strom zu steuern. Wolle oder andere in Teer getränkte Tierhaare hielten die Schiffsrümpfe wasserdicht. Eisennieten sorgten für Stabilität auch im Sturm. Mit Liebe und Verehrung haben die Schiffskünstler ihr Werk vollendet. Girlanden aus Tierfiguren schnitzten sie, Schmuck und schützender Zauber zugleich. Kein Zweifel, sie besaßen die ausgefeiltesten und schnellsten Schiffe ihrer Zeit. Und es ist, als ob man in den Resten der untergegangenen Wikingerkultur noch ihren Stolz darüber entdecken kann. Es war der Fisch, der sie aufs Wasser hinauszog. Der Kabeljau, der noch heute den Lebensrhythmus in den nördlichen Regionen bestimmt. Zwischen Januar und März kommt er in Schwärmen an die Küsten Norwegens. Dann ist die Zeit des großen Fischzugs, aber auch die Zeit eisiger Kälte und die Zeit der Tage, die so dunkel sind wie die Nacht. Selbst im Hochsommer klettert das Thermometer selten über 12 Grad. Und hier, vor den Lofoten, einer nördlichen Inselgruppe Norwegens, ist die See besonders tückisch. Zwischen den Felsen fließt der legendäre Mahlstrom, ein Unterwassersog, der schon so manches Schiff auf die Klippen drückte. Sie haben einen der härtesten Berufe, Lofotfischer. Und sie nutzen auch heute noch fast die gleichen Werkzeuge wie ihre Vorfahren. Den Haken, das Messer, die Angelschnur, die einst aus Walrosshaut gedreht und haltbarer als Kunststoff war. Mühsam und schwer ist dieses Geschäft. Nicht ungefährlich der Kampf mit dem armlangen Fisch. Irgendwann müssen die Vorfahren dieser Männer den Mut gefunden haben, sich so weit von der Küste zu entfernen, dass um sie herum nur noch offene See war. In ihrer Fantasie haben sie wohl ein Land hinter dem Horizont gesehen. Ein besseres Land. Immer noch ist es ein Rätsel für die Wissenschaftler, wie die Wikinger außerhalb jeder Landsicht ihren Weg über den Ozean finden konnten. Ein Rätsel, das durch einen kleinen archäologischen Fund gelöst werden könnte. Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen. In der Grönlandabteilung liegt ein Sammelsurium von archäologischen Kleinfunden, die aus einer 50 Jahre alten Ausgrabung stammen. Darunter ein kleines Holzfragment, dessen Bedeutung bis heute heftig umstritten ist. Manche Wissenschaftler halten es schlicht für einen Kleidungsknopf. In unserer Rekonstruktion aber fällt die ungewöhnliche Randmarkierung auf, die an eine moderne Peilscheibe für Navigatoren erinnert. Bei genauerem Hinsehen wird noch mehr erkennbar. Feine Linien, mathematisch präzise ins Holz geritzt. Die Vermutung? Es handelt sich um Sonnenstandsmarkierungen, anhand derer man die Position eines Schiffes auf See exakt ermitteln kann. Die Einkerbungen sind nicht zufällig, sondern sie hatten einen Zweck, sagt Schiffsexperte Sören Tierslund. Und dieser Zweck deutet eindeutig auf so einen Sonnenkompass hin. Wenn diese Theorie richtig ist, dann hatten die Wikinger tatsächlich eine ideale Navigationshilfe auf ihren Seewegen im Nordatlantik. Und das schon vor 1000 Jahren. Diese revolutionäre Erfindung könnte erklären, warum die Wikinger die erfolgreichsten Seefahrer ihrer Zeit wurden. Denn ein Kompass führt auch über das weiteste Meer sicher ins Ziel. Jahrhundertelang hatten die Nordmänner ihr Seefahrertalent beim Fischfang trainiert. Jetzt, da sie schnell und gezielt fremde Länder anlaufen können, machen sie es zu Gold. Zu Beutegold. Lindisfarne, ein reiches englisches Kloster, wird im Jahr 793 überfallen. Jarrow nur wenige Monate später geschleift. Hill, die Todesaxt, regiert. Schnelligkeit und Brutalität. Darin liegt die simple Strategie dieser Überfälle. Wer Widerstand leistet, wird erschlagen. Häuser, Ställe, Lagerräume und Schatzkammern werden geplündert und anschließend ein Raub der Flammen. Die Isle of Man machen die Wikinger zu ihrem Stützpunkt. Gold, Silber, Juwelen, aber auch Menschen für den Sklavenhandel werden geraubt.
Durch ganz Irland ziehen marodierende Wikinger-Trupps. Genauso schnell, wie sie gekommen sind, verschwinden sie wieder in der Weite des Atlantik zu neuen Beutezügen. Flüsse sind für sie Goldadern, die zu reichen Städten führen. Hamburg wird geplündert. Die Lage in dem küstennahen Gebiet ist hoffnungslos. Gott schütze uns vor den Nordmännern. Dieses Stoßgebet wird hier zum geflügelten Wort. Die Rheinmündung ist der Eingang zu einer riesigen Schatzkammer. Nie zuvor wurde das Land von solchem Entsetzen gefasst. Nie zuvor wurden solche Landungen von See her für möglich gehalten, schreibt ein zeitgenössischer Chronist. Stechende Hornissen und reißende Wölfe nennt die angelsächsische Chronik die nordischen Eroberer. Rouen, Chartres, Paris, Selbstbedienungsläden für die Männer aus dem Norden. In seiner Not überlässt der fränkische König Karl der Einfältige einen Teil seines Reiches den Wikingern, die Normandie. Das Land trägt bis heute den Namen der Nordmänner. Die Wikinger erweisen sich als erstaunlich anpassungsfähig. Aus ihrem verwegenen Führer Rollo wird über Nacht ein französischer Herzog, aus seinen seefahrenden Kriegern sesshafte Bauern. Man isst die Speisen des Landes, bessere Ernährung als man sie je kannte, und trinkt Wein aus fränkischen Gläsern. Ohne viel Federlesens bekehrt man sich zum Christentum, übernimmt die Landessitten, gewinnt politischen Einfluss. Kein anderer als der Ururenkel von Rollo wird es sein, der gut 150 Jahre später als Wilhelm der Eroberer den englischen Thron besteigt. Die Krönung der kriegerischen Erfolgsstory. Weitere Wikinger versuchen ihr Glück in anderen Regionen. Ebenso verwegen, ebenso mutig. Meistens sind es Streitigkeiten in der Heimat, die den letzten Ausschlag zu lebensgefährlichen Expeditionen über den Nordatlantik geben. So auch beim Norweger Ingolf Arnason. Die Söhne eines einflussreichen Rivalen hatte er totschlagen lassen und befand sich nun auf der Flucht nach vorne. Über 1500 Kilometer Seeweg Richtung Nordwest, mitten hinein in den Nordatlantik. Da sollte es liegen. Das Land, von dem das Gerücht ging, Butter würde dort von den Grashalmen tropfen. An dieser Stelle erreichte Arnason mit ein paar Dutzend Siedlern im Jahre 870 Island. Die Begeisterung über die neue Heimat dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Die tapferen Pioniere betreten ein ödes Land, das zu drei Vierteln aus Lava und Gletschermasse besteht. Raues Klima und unfruchtbarer Boden, ständiger Holzmangel, nicht zuletzt der dunkle Winter. All das schreckt Arnason und die Seinigen offenbar nicht ab. Man siegelt zu Füßen der Lavagebirge in kleinen, fruchtbaren Tälern, die bescheidenen Ackerbau und Viehzucht zulassen. Ein Leben für harte Männer und Frauen, die in dieser Art von Existenzkampf geübt sind. Ein Leben aber auch voller Faszination, inmitten einer geheimnisvollen Natur. Hier spricht das Innerste der Erde zu ihnen. Hier berührt sie die Unendlichkeit. Neue Siedler kommen. Schon 80 Jahre nach Arnasons Landnahme ist die Bevölkerung auf 30.000 Menschen angewachsen. Zu viel für die wenigen fruchtbaren Flächen. 970 bricht eine Hungersnot aus, so schwer, dass man die Alten und Schwachen über die Klippen wirft, wie ein Chronist berichtet. Hier, auf dem Thingplatz, dem Versammlungsplatz der Isländer, müssen sie eine Lösung finden. Það upphaf griðmála vorra, að Guð sé við oss alla sáttir. Vér skulum og vera menn sáttir, vor í millum og samværið að öldri og að áti, áþingi og á þjóðstefnu. Að kirkna sótt og í konungshúsi og hvar vegna þar sem mannafundir verða, þá skulum vér svo sáttir sem aldrei hafi fjandskapur vor í millum verið. Es konnte nur eine Lösung geben. Neues Land musste erschlossen werden. Und es gab nur einen Weg dahin, weiter übers Nordmeer. Weiter in die kalten Stürme, in Salzwasser und Eis. Weiter zu einem Land, das ein schiffbrüchiger Seefahrer namens Gumbjörn schon drei Menschenalter zuvor mehr tot als lebendig erreicht hatte. Grönland. Grönland, das grüne Land, so tauft es völlig verklärt sein erster Siedler, Erik der Rote. Vielleicht will er den Isländern Mut machen, vielleicht auch nur sich selbst.
Schon die Reise dorthin endet für viele in einer Katastrophe. Nur 14 der 25 Schiffe erreichen ihr Ziel. Ihr Ziel? Lässt sich in dieser Eiswüste überhaupt leben? Heute wie damals erlaubt das Klima auf Grönland keinen Getreideanbau, es gibt keine Bäume, kein Holz. Ein Eispanzer bis zu 3400 Meter dick, der das siebenfache Wasservolumen der Nordsee beinhaltet, hat sich fast über das ganze Land gelegt. Und die feindlichen Eskimos, die in dieser Eiswüste leben, machen den Siedlern das Leben schwer. Es gehört zu den Rätseln der Geschichte, wie die Kolonie der Nordmänner bis in das 15. Jahrhundert hinein hier bestehen konnte und warum sie dann plötzlich unterging. Des Rätsels Lösung liegt hinter dieser Tür, gut gekühlt bei minus 25 Grad. Im Eiskeller des Geophysischen Instituts Kopenhagen lagert gefrorene Geschichte. In diesen Röhren werden die Teile einer grönländischen Eisbohrung aufbewahrt. Wie die Ringe eines Baumes ist jahrtausendelang auf Grönland Eisschicht auf Eisschicht gewachsen. Man muss nur den passenden Abschnitt der Eisbohrung untersuchen, um eine Antwort auf die klimatischen Verhältnisse einer bestimmten Zeit zu finden. Dieser Eisblock stammt aus 300 Metern Tiefe und enthält die Klimadaten der Wikingerzeit. Für das bloße Auge gleicht ein Eisstück dem anderen. Aber die physikalische Untersuchung offenbart einen höchst vielfältigen atmosphärischen Niederschlag, der sogar jahreszeitlich variiert. In dieser Apparatur werden die im Wasser enthaltenen schweren Sauerstoffisotopen gezählt. Sind sie zahlreich, dann deutet dies auf ein warmes Klima hin. Das Klima war um die Jahrtausendwende offenbar milder als heute, erfuhr aber um 1380 eine plötzliche Abkühlung. Auf der Temperaturkurve ist der tödliche Ausschlag deutlich zu erkennen. Alle Kurven der verschiedenen Proben weisen das gleiche Ergebnis aus, sagt der Geophysiker Jürgen Steffensen. Das Klima wurde Ende des 14. Jahrhunderts kälter. Nicht sehr viel kälter wie in der Eiszeit, sondern vielleicht nur ein halbes bis ein Grad im Jahresdurchschnitt. Das hat aber ausgereicht, um die grönländischen Wikinger, die ja in einem höchst empfindlichen Gleichgewicht mit der Natur standen, untergehen zu lassen. Doch fast 500 Jahre überlebten sie hier. Und im 11. Jahrhundert hatten sie sogar eine Handelslinie eingerichtet, die bis nach Norwegen führte. Aus dem Eis kamen begehrte Waren wie Pelze, Seehundhäute, Walrossstoßzähne. Doch in ihrer Fantasie müssen diese Menschen am Rande des Daseins von einer schöneren Welt geträumt haben. Wienland, Weinland, so nennen die Sagas dieses Land ihrer Sehnsucht, das Leif Erikson betreten haben will und von dem die Alten wunderbare Dinge zu erzählen wissen. Ein Land der Hoffnung, weit hinter dem Horizont. Ein Land, in dem süßer Wein wächst und der Tau nach Honig schmeckt. Wienland, das goldene Land mit den saftig grünen Wiesen. Wienland, das Land der tiefen Wälder. Wienland, das Land der reichen Flüsse, die vor Fischen überquellen. Existiert es wirklich, dieses Wienland? Oder ist es nur ein Land der Fantasie, ein Schlaraffenland, ein Traum, geboren aus Eis und Schnee? Wo liegt es, Wienland? Viele Forscher glauben, dass es Wienland wirklich gab und dass damit der amerikanische Kontinent gemeint war. Ein handfester Beweis soll hier liegen, in der Bibliothek der Yale University, Connecticut. Ein unscheinbares Pergament mit einer Beschriftung, die angeblich aus dem 15. Jahrhundert stammt, soll Kronzeuge dafür sein, dass die Wikinger schon vor Kolumbus die neue Welt entdeckten. Es enthält nämlich eine Weltkarte, die angeblich um 1440 gezeichnet wurde. Das Besondere, die Karte verzeichnet neben der Insel Grönland das sagenhafte Wienland. Und zwar genau an der Stelle, an der Amerika liegen müsste. Damit liefert die Karte den Beweis, dass Amerika unter dem Namen Wienland bereits entdeckt war, als Kolumbus noch in den Windeln lag. Doch es gibt Zweifel an der Echtheit. Denn der authentische Reisebericht eines Mönchs, mit dem die Wienlandkarte zusammengebunden ist, steht auf völlig anderem Papier. Rheinische Bütten aus dem 15. Jahrhundert. Wurde die Wienlandkarte also gefälscht und einer originalen Handschrift beigelegt, um als echt zu gelten? Die Fraßlöcher von Bücherwürmern befinden sich in Reisebericht und Karte an den gleichen Stellen. Beweis dafür, dass beide Schriften von alters her beieinander lagen.
Doch eine chemische Analyse ergab, dass die Tinte erst nach 1920 hergestellt wurde. Die 1 Million Dollar teure Karte ist eine sensationelle Fälschung. Die einzigen Funde in der neuen Welt, die wirklich Anspruch erheben können, Wikinger-Relikte zu sein, haben alle in einer kleinen Vitrine Platz. Streng genommen befinden wir uns hier aber nicht mehr auf dem amerikanischen Kontinent, sondern auf der vorgelagerten Insel Neufundland. Ein kleines Webgewicht, ein Stück Kupfer, eine bearbeitete Baumrinde, das sind die Reste einer hiesigen Wikinger-Siedlung. Dann ist da noch eine Walnuss, die auf Neufundland nicht gewachsen sein kann. Der Kronzeuge, diese nordische Gewandnadel aus Bronze. Sie muss von Wikingerhand gemacht sein, denn die einheimischen Indianer beherrschten nicht das Schmiedehandwerk mit Holzkohle. An diesem Ort, genannt Lands o' Meadows, könnten Wikinger die Nadel geschmiedet haben. Denn in dieser Mulde finden sich noch andere Metallteile, Eisennägel für Schiffsplanken. So könnte es gewesen sein. 2, 3 kleine Hütten, errichtet aus gestochenen Grassoden am äußersten Rande Neufundlands. Mehr war es nicht. Ein kleiner Expeditionstrupp, der im 11. Jahrhundert Vinland suchte und Neufundland fand. 2 oder 3 Winter lang konnten sie sich vielleicht gegen die einheimischen Indianer behaupten. Dann warfen sie das Handtuch. Den amerikanischen Kontinent betraten sie höchstens in unserer Fantasie. Auch wenn sie Neufundland nur kurz berührten, die seemännische Leistung und der Unternehmungsgeist dieser Menschen spannte einen Bogen fast um die ganze damals bekannte Welt. Über ihr Schiffsnetz flossen die Warenströme des Mittelalters zu den Knotenpunkten des Handels in aufblühende Wikinger-Siedlungen. Zum Beispiel nach Haithabu, einer Ostseesiedlung in der Nähe des heutigen Schleswig. Noch immer ist der Ringwall, der die Stadt einst schützte, gut zu erkennen und zeigt die Dimensionen dieses Welthandelsplatzes. Wie lebten die Menschen in dieser Metropole? Und warum verschwand Haithabu mit einem Mal aus der Geschichte? Rätsel, die Archäologie vielleicht lösen kann. Hier sind es vor allem Maulwürfe, die auf dem Gelände des alten Haithabu graben. Archäologen haben inzwischen feinere Instrumente als den Spaten. Geomagnetischer Datenlogger nennt sich das System, bei dem die magnetischen Eigenschaften des Bodens gemessen werden. Jede Veränderung des Erdreichs, mag sie durch alte Balken oder andere Gegenstände veranlasst sein, wird erfasst und in diesem Gerät gespeichert. So entsteht ein Bodenprofil, das zentimetergenau kartografiert werden kann. Noch bessere Ergebnisse verspricht dieses Gerät, das sehr differenziert den Bodenaufbau darstellt, ein Georadar. Was nur wenige wissen, erst gut ein 1/20 des alten Siedlungsareals ist ausgegraben worden. Mit äußerster Vorsicht nähern sich die Wissenschaftler den Funden, die unter ihren Füßen verborgen liegen. Solange die archäologischen Fragen durch moderne Technik beantwortet werden können, bleiben die Relikte besser da, wo sie sind, im sicher konservierenden Boden. Auf dem Bildschirm ist so ein Einzelfund bereits jetzt genau auszumachen. Die gesammelten Daten werden gespeichert und kombiniert. Das verspricht größeren wissenschaftlichen Nutzen als die Ausgrabung von Einzelfunden. Auf dem Computerbildschirm entsteht ein regelrechter Stadtplan, auf dem Häuser und Straßenzüge sichtbar werden. Haithabu war keine Stadt, die sich mit den Metropolen der Antike hätte messen können. Prachtbauten haben hier nie gestanden, wenngleich sogar Könige hier residierten. Alles war praxisnah auf Handel und Handwerk ausgerichtet. Gut 1000 Menschen lebten in den schmucklosen Häusern. Ein Fluss durchlief die Siedlung in Richtung Hafen, Kanalisation und Industriebach zugleich. Holzbohlenwege boten einen mäßigen Komfort, der verhinderte, dass man im Schlamm der ufernahen Wege einsank. Haithabu war mit seinem schnellen Aufschwung so etwas wie eine Goldgräberstadt des Handels. Spartanisch, aber wirtschaftlich erfolgreich. Glanzlos, aber wohlhabend. Aus den schlichten Häusern hörte man das Feilschen der Kaufleute in vielen Sprachen, das Dröhnen der Schmiedehämmer, das Gröhlen und Lachen aus den Wirtshäusern und Bordellen, das Grunzen der hochbeinigen Schweine, die zu jedem Haushalt gehörten. Haithabu, das war landwirtschaftliche Großstadtatmosphäre. Alles war hier zu haben. Schiffstaue aus gedrehter Walhaut,
Elfenbein vom Walross, rheinische Glaswaren und friesische Trachten, selbst Kleidung nach der neuesten orientalischen Mode. Salz, Pech, Gänsedaunen, Eisenbarren, Kämme, Schleifsteine und Waffen. Der ganze verlockende Warenkatalog des Mittelalters. Die Wikinger hatten eine neue Welt entdeckt. Die Welt des Handels, die Welt des Zusammenlebens. Aus einsamen Bauern und Fischern in der Weite des Nordens waren zunächst wilde Krieger geworden. Nun zähnte sie der weltumspannende Handel. Die Streitaxt Hel wurde umgeschmiedet. Schmuck und andere wertvolle Handelsgüter wurden wichtiger als Waffen. Ironie der Geschichte: Im Moment des Aufblühens ihrer Kultur beginnt der Untergang der Wikinger. Mit dem Handel verwandeln sie ihre Siege in kommerzielle Erfolge. Ihre nationale Geschlossenheit geht dabei verloren. Nationalstaaten entstehen in diesen Jahren. Aus Skandinavien werden Dänen, Norweger, Schweden, Deutsche, Engländer, Franzosen, Russen. Und was wird aus Haithabu? Die See überspült viele Antworten. Wir kreuzen mit einem Forschungsschiff vor der einstigen Handelsmetropole. Ein großer Teil der Siedlung liegt durch den gestiegenen Ostseepegel heute unter Wasser. Vor allem die groß angelegte Seesperre des 8. Jahrhunderts interessiert die Forscher. Einst schützte dieses hölzerne Bollwerk die Stadt vor den Angreifern, die von See kamen. Heute ist nichts mehr davon zu sehen. Man muss die Reste mit modernstem technischen Gerät aufspüren. Der Fisch, wie die Wissenschaftler dieses Seitsichtsonar nennen, wird zu Wasser gelassen. Ein hochempfindliches Ortungsgerät, das die Oberfläche des Schlammgrundes abscannt. Gibt uns der Fisch die Antwort auf die Frage, warum das florierende Handelszentrum aus der Geschichte verschwand? Die Taucher befestigen ein Sedimentsonar an der Bordwand. Dessen Schallimpulse können metertief in den Seeboden eindringen und präzise Bilder von Gegenständen im Schlick liefern. Bilder in fotografischer Qualität. Der Taucher macht sich bereit. Sein Auftrag: Teile der Seesperre sollen geborgen werden. Das besondere Problem ist nicht die unruhige See, sondern der schlammige Grund. Das Wasser ist hier so trübe, dass der Taucher kaum die Hand vor Augen sehen kann. Gleichsam blind muss er die Fundstücke ertasten. Ein 1000 Jahre alter Balken. Er sollte den Seezugang vor Feinden schützen. Irgendwann, Mitte des 11. Jahrhunderts, hielt er nicht mehr stand. Warum nicht? Wer waren die mächtigen Angreifer, die die große Wikingerstadt zu zerstören vermochten? Der Balken ist ein wertvoller Informant. Anhand der Jahresringe lässt sich das Alter des Holzes datieren und Beschädigungen zeigen, wie die Sperre zerstört wurde, zum Beispiel durch Feuer. Für die Archäologen sind solche Funde oft wahre Kostbarkeiten, die viel über die historischen Zusammenhänge mitteilen können. Holz erzählt auch die Geschichte vom Untergang der Stadt. Diese Planken zum Beispiel. Sie sind Teil eines Wikingerschiffes, das die Archäologen im Schlamm vor Haithabu bargen. Es war ein großes, prachtvolles Schiff und es brachte der Stadt den Untergang. Brandspuren an der Bordwand erlauben die kriminalistische Rekonstruktion des Überfalls. Das Schiff, das die Angreifer zuvor erobert hatten, wurde von ihnen mit brennbarem Material beladen, angezündet und wie ein gigantischer Molotow-Cocktail gegen den Palisadenschutz getrieben. Mit dieser brennenden Planke brach Mitte des 11. Jahrhunderts die Katastrophe über die Stadt herein. Wer waren die Angreifer? Die Forschungen lassen einen verblüffenden Schluss zu. Die Wikinger selbst waren es. Norwegische Wikinger, die ihre dänischen Stammesgenossen überfielen. Wikinger gegen Wikinger. Die Epoche, in der die Skandinavier gemeinsam die Welt eroberten, geht zu Ende. Doch noch steht eine gewaltige Schlacht bevor. Ein blutiges Finale im Süden Englands. Und wieder sind es Nordmänner, die gegen Nordmänner kämpfen. Auf diesem meterlangen Wandteppich aus dem 11. Jahrhundert wird die Katastrophe detailreich erzählt. Der sogenannte Teppich von Bayeux, eine von Nonnen gestickte Bildcollage, realistisch wie eine Fotoreportage. Normannische Wikinger bauen Kriegsschiffe. Der Herrscher der Normandie, Wilhelm, den man später den Eroberer nennen wird, rüstet zum Kampf.
Mit hunderten Schiffen zieht er gegen Harold von Wessex, um mit ihm um die englische Krone zu kämpfen. Wilhelm wird ein Land erobern, das schon längst mit der Invasion dänischer Truppen 50 Jahre zuvor Teil eines nordischen Großreichs geworden ist. Im September 1066 verlassen die normannischen Flottenverbände die Küste der Normandie, militärisch hoch gerüstet. Ihr Ziel, die englische Südküste. Bei Hastings kommt es zur entscheidenden Schlacht. Der Krieg mündet in ein grausiges Gemetzel. Am 14. Oktober 1066 berennen sich die gleich starken Truppen. Beklemmend realistisch zeigt der Teppich die Brutalität des Krieges. Verwundeten werden die Kleider vom Leib gerissen. Die Todesaxt Hale bringt reiche Ernte ein. Und in einer entscheidenden Phase der Schlacht durchbohrt ein Pfeil Harolds Auge. Die Schlacht ist entschieden. Harolds führungslose Truppen werden niedergemacht. Ein Blutbad, in dem der ganze nordische Adel und die kräftigsten Männer einer ganzen Generation untergingen, wie ein Chronist erschüttert vermerkt. Mehr noch, mit dieser Schlacht im Herbst 1066 geht eine Epoche zu Ende, in der die Nordvölker gemeinsam das christliche Europa in Furcht und Schrecken versetzten. Was bleibt, ist der Mythos, sind die vielen Geschichten von den mutigen Nordmännern. Wie die Saga vom Krieger Egil, der sein Wikingerleben in nur zwei Sätzen zusammenfasste. Das Ende ist alles. Selbst jetzt steht Hel auf hehrer Höhe und wartet. Das Leben verrinnt und ich muss scheiden, des Endes gewärtig. Aber nicht in Elend und Trauer, sondern mannhaften Herzens.